Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Zombie-Video möchte ich euch einen Glitch zeigen im Bossfight. Ihr wisst ja, man muss ja am Anfang erstmal den Boss beschützen und vorher kann man ja nicht hier raus. Aber wenn ihr euren Ätherschleier auf Stufe 3 habt, könnt ihr schon durch die blauen Barrieren raus. Schaut her. So, ihr könnt dann aus den Barrieren raus, Leute. Ich habe das jetzt nur alleine gemacht, aber wenn ihr das solo macht oder euer ganzes Team das macht, könnt ihr schon zum Landeplatz gehen und die Zombies hören auf, im Bossraum zu spawnen. Das heißt, die Reparaturen sind viel schneller fertig, weil er nicht gestört wird und ihr müsst nur noch warten, bis der Helikopter kommt, Leute. Ich zeige euch das mal. Ich spule mal ein bisschen vor. So, Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt am Landeplatz und jetzt wird auch schon der Bildschirm weiß. Das heißt, die Reparaturen sind fertig und nach einer kleinen Sequenz gehen dann eigentlich die Tore auf. Ich bin aber schon hier und muss eigentlich nur noch warten, bis der Helikopter kommt. Hätten jetzt meine anderen beiden Teammates das auch gemacht, dann könnten wir einfach die ganze Runde hier warten. Und ja, so geht der Bossfight einfach viel, 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 viel leichter. So, Leute, jetzt warten wir mal, bis die Blitze spawnen und mein Kumpel kommt. So, wie ihr seht, sind die Blitze erst jetzt da und ich bin schon hier. Und da kommt auch schon mein Kumpel. So, Helikopter ist noch lange nicht da. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls jemand das Easter Egg nicht schafft oder nicht gemacht hat oder was auch immer, ich helfe gerne, Leute. Kommt in mein Discord, schreibt mich an oder besucht meine Streams. Ansonsten, ja, ciao und bis zum nächsten Video.